Ich höre nichts aufgehen irgendwo. Das hätte nämlich gut sein können. Noch eine Fackel neben mit. Wird mir irgendwie angezeigt, wie lange die noch brennt? Nö. Bei Fackeln sind ja auch nicht unendlich. Die brennen irgendwann ab und dann ist gut. So, ich traue dem ganzen Dungeon allerdings nicht, dass hier nirgendwo. Naja, eingestürzte Wände sind okay, aber dass nirgendwo Knöpfe sind. Gut. Einmal Schlüssel. Zweimal Gegner. Ich gehe sicherheitshalber schon mal einen Schritt zurück. Schieß auf den. Wow. Okay, bei zwei Gegnern benutze ich lieber Munition. Au. Und ja, es gibt auch noch was zu beachten, wenn wir gerade beim Angreifen sind. Die Gegner können immer nur die Charaktere angreifen, neben denen sie stehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt einer links vor mir steht, dann kann er nur mein Brennery und meine Sylastra angreifen. Wenn jedoch ein Gegner hinter mir steht, kann er die hinteren beiden angreifen. Na komm, stirbst du endlich mal? So. Du kriegst deine ganze Munition wieder. Und wir haben einen Feldstecher gefunden. Horn of Summoning? Ah! Das brauchen wir für die Herausforderung. Hier ist nichts, da ist nichts. Da ist auch nichts. Nö. Gut, hier geht's hoch. Wo sind wir? Hint, drag a character portrait, ja. Okay, wir haben unseren ersten Dungeon hinter uns. Fackel können wir mal wegpacken. Und uns jetzt hier draußen weiter umsehen. Hier scheint allerdings nicht so wirklich was zu sein, außer. Ja, der Weg zurück. So, das bedeutet wieder speichern. LP00 P003 speichern. Und jetzt müssen wir tatsächlich dieses Summoning-Ding öffnen. Weil jetzt geht es nirgendwo mehr weiter. Hier haben wir alles, da haben wir alles, da ist unser Kristall, da sind wir herausgekommen. Gut, gucken wir mal. Viper Woods. Au. Wow. Du bist heftig. Wow. Und du vergiftest. Und ihr seid zu zweit. Wow. Au. Du trink Heiltrank. Und ich bin eingekesselt. Ich komme hier nicht mehr weg. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, ich darf gleich laden. Ja, gleich darf ich laden, weil Talisa ist schon mal weg. Silastra ist schon mal weg. Au. Bueno, ihr ist gleich weg. Ja. Au. Jetzt ist Bueno hier weg.
Wow, immer in Bewegung bleiben, würde ich fast schon sagen, bei diesen Viechern. Ach so. Game over. Okay, erster Tod. Ich spiele auf schwer. Und ich bin überrascht, dass hier ein Bosskampf kommt. Ja, laden bitte. Gut, load game, load. Okay, sie können sich scheinbar nicht drehen. Das heißt, ich muss immer aufpassen, wo sie die beiden kommen und darf mich nicht in der Ecke drängen lassen. So. Muss ich das vor dem Kreis machen? Nein, ich muss das im Kreis machen. Okay. So, genau. Wow. Immer gucken, wo sie auftauchen. Wow. Genau, nämlich da. Und daneben schießen. Wow. So. Jetzt warten wir, bis die zweite auftaucht. Ja. Und schlagen sie. So. Jetzt geht das schon mal viel besser. Jetzt, wo ich nicht mehr so überrascht bin. Ja, genau. Wo tauchen sie auf? Gut. Wow. Jetzt muss ich warten, wo die zweite auftaucht. Wow. Ja. Die erste auftauchen lassen, die zweite auftauchen lassen. Wow, jetzt hat mich die erste überrascht. Und nur nicht einkesseln lassen. Oh, ich habe sie sogar noch getroffen. So. Da ist die zweite. Da ist wieder die erste. Ja, es klappt gerade so. Wow. Da war ich jetzt unvorsichtig, aber es geht noch. Ach nee, ich dachte schon, ich hätte mich jetzt wieder einkesseln lassen. Nein, habe ich noch nicht. Okay, die erste ist weg. Eine ist weg. Jetzt wird nur noch die andere. Okay, da war der Schuss ging daneben. Du musst dringend Firearms steigern. Oh, ich habe sie sogar noch getroffen, wo sie im Boden war. Komm. Falsch. Ich wollte hier rüber. Komm, kommst du noch mal? So. Power Gem. Was machst du denn? A beautiful gem, also ein schöner Edelstein, der Licht verstrahlt in allen Farben des Spektrums. Oh, cool. So, ich speichere nochmal LP004, denn ich will jetzt nicht krepieren und den Boss nochmal machen müssen. So, das Horn kann mal weg, der Gem kann auch weg. Die paar überschüssigen Fackeln können weg. Health Potion. So, Fackel. Bei dir dasselbe. Du kannst das Essen mal da in den Sack stecken.
Gewicht habt ihr ja noch genug. Du hast zwei Eggs. Du hast jede Menge Formeldinger. So. Und Wurfwaffen, die du gar nicht mehr brauchst eigentlich. Ja. Was ist stärker? Die sind stärker. Dann behalt die mal, falls dir die Munition ausgeht. Solltest die Munition allgemein eher für schwierige Sachen aufheben, wie jetzt gerade den Bossfight. Deswegen gebe ich dir mal so das hier wieder in die Hand. Steht jetzt hier was Neues? Nö. Nur, dass wir es ins nächste Gebiet geschafft haben. Das wieder sehr idyllisch aussieht. Ein Brief. Ein Mörser. Und was ist das? Rezepte. Healing Potion. Etherwood. Ist eine Energy Potion. Okay, die sollten wir. Blood Drop Cap. Ich ziehe mich erstmal kurz zurück. Hier ist es ja ruhig. Tario needs to use the mortar in hand. Ja. Tario fail to poop potion. Also er kann aus so einem Ding. Einfach einen Heiltrank ohne Gläser machen. Cool. Nette Neuerung. So, und einen Brief. Leerer Beutel kommt mal zu dir, falls wir ihn brauchen. Ich sehe, du hast einen geringen einen kleinen Fortschritt gemacht. Gut, gut. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Das ist nur der Anfang. Oder es könnte fast schon das Ende sein. Das hängt ganz bei dir ab. Hier ist ein Werkzeug, das du sicherlich nützlich findest. Hoffentlich findest du es heraus. Gut. Das heißt, du kommst mal zu den Sachen. Das lassen wir mal hier draußen, die Schaufel, wenn wir sie mal brauchen zum Graben. Das ist nämlich auch eine coole Neuerung, dass man graben muss, um an Sachen zu kommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter rein. Twigwood Forest. Bohrer. Erinnert mich an andere Sachen. Wow. Hallo, Triant. Wow. Das war falsch. Das war verkeilen. Ach ja, und du solltest deine Throwing Knives wieder nehmen. So. No Ammo, das ist schlecht. Ja. Komm ruhig her. So. Gut. Rasten oder schnell zurück zum Kristall gehen. Erstmal kurz gucken, was... Ist hier der nächste Trian schon? Ja, ist er. Ich gehe mal kurz zurück und... heil mich kurz. Frag mich, was kann ich mit den anderen Sachen so anstellen? Gucken wir mal kurz, was kann ich... Achso, das hier ist nur zum Essen. Du machst einen Mana-Trank. Ups. Du machst gar nichts. Kann ich euch beide kombinieren? Nein. Kann ich euch so rum kombinieren? Nein. Okay. Ich möchte jetzt einfach mal kurz... mich voll heilen. Dann kriegst du die Dinger wieder. Jetzt habe ich einen Mana-Trank gemacht. Egal. Oh, ich habe ja sogar noch zwei von diesen Woods. So. Gut, weiter geht's.